Bonsoir, Muchachos, da bin ich wieder. Frosch verschluckt. Euer Deku von den Losers und ich sehe gerade. Den seht ihr noch. Hier oben ist noch der Reynel. Kann ich den schieben? Jo. Schieben wir mal so, dass ihr die wichtigsten seht. Ich habe leider keinen besseren Platz gefunden, die Webcam hinzutun. Das ist der einzige Platz, wo man dann quasi im Game, in Dungeon, kein Problem hat mit der Sicht. Wo war ich? Bonsoir, Muchachos, hier bin ich wieder, euer Deko. Und wir zocken in eine Runde Darkest Dungeon. Ich habe wieder richtig Bock drauf. Beziehungsweise eigentlich immer noch, denn das ist immer noch der Tag, an dem ich die erste Folge aufgenommen habe. Wir haben jetzt 11 Uhr abends und ich dachte, vom Schlafen gehen habe ich nochmal Bock, eine Runde Darkest Dungeon zu zocken. Auch wenn ich noch keine Rückmeldung von euch habe, ob wir es denn jetzt weiter zocken wollen werden oder nicht. Ich muss den Reynolds, genau, den Reynolds musste ich mitnehmen, weil wir haben sonst keinen Tank dabei. Und ich denke, wir werden das wieder alles so hinstellen, wie wir es in der ersten Runde schon hatten. Jo, so. Wir sollen in den Dungeon rein. Provision decken wir uns wieder ein, Muchachos. Ne, ist ja alles hier wichtig. 6, 2 Schaufeln nehmen wir noch mit. Und eigentlich war es das auch schon, mehr brauchen wir nicht. Ne. Embark, los geht's! Mit der Folge 2 Darkest Dungeon. Ich habe ja so einen Bock auf dieses Game, das ist echt. Muss ich sagen, mein Überraschungshit bei den Steam Early Access Games dieses Jahr. Bis jetzt. So far. Zack. Hätte ich das jetzt per Hand wegmachen müssen, hätte ich Schaden bekommen und Stress. Und das wollen wir nicht. So, zack, der Raum ist leer. Das heißt, da müssen wir zurück. Wie sieht der Dungeon aus? Aber wir müssen hier nach unten auch noch. Also gut. Sonst sieht das Licht noch gut aus eigentlich. Zack, gehen wir mal nach unten erstmal. Irgendwelche Traps. Was erwartet uns? 2 Stress. Weil die Fackel ziemlich ausgeräumt ist. Da haben wir den Encounter. Surprise! Sehr schön. Die sind überrascht, wir nicht. Ich benutze. Das wird nur einen treffen, das heißt, es nutzt nicht wirklich viel. Den angreifen, gedodged. Schade. Das trifft. Nicht wirklich viel Schaden. Wir versuchen mal ihn zu stunnen. Und wir haben ihn gestunnt. Sehr schön. Und er macht richtig Schaden. Pets, 14. 5 hat er noch. Er schießt auf den Cleric. Und wir treffen mit. Oh, und die dodgen. Kann wohl nicht wahr sein. Wie viel 5 Schaden noch? Sehr schön, der ist weg. Den Armbrustschützen stunnen. Ja. Das läuft. 4 Schaden, damit kann man leben. 6, 7. Patz. Give them no quarter. Gut, dass der so guten Schaden macht auf die Kollegen hier. Sehr schön, das war doch mal ein easy fight. Locker ausgestanden. Was haben wir da? Curses. Bla bla bla. Leerer Raum, aber ich weiß gar nicht, was das hier ist. Was das für ein Zeichen ist. Können wir gleich mal gucken. Wir haben hier erstmal wieder einen Fight. Unsere Laterne. Fackel nochmal voll, vielleicht. Nicht erschreckt. Direkt Damagio drauf, dass er immer misst, ne? Warum misst er immer? Park, Alter, da gezogen. 5 und 4 Schaden und 2 Schaden. Das sind ja schon 11 Schaden quasi. Oh, der ist stunned. Den können wir weghauen. Oh.
please. Was? Schon zwei gestunt? Oh! 15er Crit, der hat gezogen. Alter fucking Schwede. Alter fucking Schwede. Und dann dodgen die, warum? Vier und vergiftet und gemarkt. Oh. And yes. Now the true test. Hold fast or expire. What the fuck? Death. Oh. Gar nicht gut. Warum habe ich keinen anständigen Healer? Okay, jetzt machen wir mal hier Rambazamba. Kaputt machen jetzt. Oh, da sind die wieder dran. Wir gehen auf den Cleric und der hat gedodged. Sehr schön. Hm. Wieder einer weniger. Und wir healen wieder. Und der soll sich mal selbst, aber das bringt nicht viel. Bam, Crit 14. Sehr nice. Hat auch wieder Stress verloren. As victories mount, so too will resistance. Ich muss sagen, vom Stress her sieht es noch ziemlich gut aus. Glittering gold, trinkets and baubles. Paid for in blood. Der Chogo ist der. Ach, der ist kleptomanic. Ah, fuck. Jetzt hat er meine Items geklaut. Das war gar nicht so wenig, was er abgezogen hat. Also darf ich ihn nicht mehr die Dinger aufmachen lassen. Was für ein Chogo. Und Tote und Menschen. Aber ich bin surprised. Das ist schon mal nicht schlecht. Pack 3, 5, 2. Sehr schön. Warum? Warum dodgt der? Ich würde sagen, wir gehen auf den. Oh. Darf meine Leute nichts treffen, ey. Was ist falsch mit euch? Judgment. Der macht mehr Schaden. Den stunnen wir jetzt hoffentlich. Ja, sehr schön. Und wieder ein Schuss drauf. Oh ja. Das klappt doch gut. So, auf den Menschen. Und der ist auch weg. Es Luft, Muchachos, es Luft. Ich finde dieses Spiel so geil. So, wir healen mal lieber wieder. Zwei Schaden nur, das ist... Ach komm. Und er ist doch gestunt. Oh, er hat sich direkt wieder entstunt. 16, beide. Ich könnte jetzt natürlich den... Wobei, er kann, glaube ich, von der zweiten Raube auch, aus auch angreifen. Von daher ist es ziemlich egal. Heilen? Ne, ich werde gerne den Armbrustschützen gestunt, aber es klappt nicht. 7! 7 kriegen wir hin! Sehr schön! Erste Reihe. Ich glaube, da kann ich mal schießen von da aus. Und. Pack. 9. Hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet, schade. Aber. Ende Gelände. Muss vorbei. A trifling victory. Sehr schön, nehmen wir alles mit. Mach mal up. Was haben wir da? Packs laden with loot are often low on supplies. Health below 50. Mehr Schaden. Okay. Nicht so schön. Nächste muss aufpassen. Denkst du, kannst irgendwas looten? Arsch gekriegt. Chemietisch. Lassen wir ihn aufmachen. Nix. Fackel an. Ein Fight. Die Maggots haben nur 5 HP, die gehen relativ schnell tot, wenn man trifft. Und er macht nur 4 Schaden, willst du mich verarschen? Und sie greifen an. Selbst schuld, Junge. Selbst schuld, ey. Ganz im Ernst. Und wir healen wieder, weil healen ist so schön. Und Schuss, komm hier, da, direkt. Einer tot, der hat ordentlich Schaden bekommen. Ist auch fast tot. Jedenfalls mit allen nur noch ein Angriff. Und er beißt den und er dodgt. Nice one. Auf den kann man sich verlassen. Ich hätte gerne Dodge 0.
Dodge 13. Nehmen wir mal den sicheren Tod. Und er ist dran und... Zack! Weg ist er! Weg ist er! These nightmarish creatures can be felled. They can be beaten. Jetzt habe ich mir nicht gemerkt, was da in diesem Teil überhaupt war. Zack, hier ist leer. Das heißt, wir müssen den kompletten Weg zurückgehen. Ne? Scheiß Dungeon davor, würde ich sagen. Das sind da oben mal unsere... Fackel... im Auge, weil ich habe das Gefühl, dass wenn man Wege zurückgeht, dass die einfach so, oh, sie sind surprised, sehr schön, dass die einfach so stressed werden und meine Leute, so auf quasi, wir gehen hier zum zweiten Mal lang, der Spaß, der uns lenkt, hat sich verirrt, Panik, so auf den. So, healen wir, ne, hauen wir den direkt weg, weil weniger Schaden möglich für die. Zack, den können wir auch weghauen, oder? Ja, sehr schön. Sehr schön. Er greift direkt an 7. Critted 13. Alter, fucking Schwede. 10 haben die beide. Jetzt noch 3. Den kriegen wir da weg, oder? Ja. Schleift. 6. Kann ich noch einmal mit ihm angreifen? Virginal? Ja. Nicht dodgen? Sehr schön, weg damit. Direkt in die Ecke gepickt. Ich weiß nicht, was er da macht. Strong Boxes and Doors. Noch nie benutzen müssen. Schon öfters gewollt, das Ding zu nutzen, aber noch nie geschafft. So, jetzt nehmen wir hier die Tür. Alles gut, jetzt wird es wieder etwas dunkel. Ich würde das eigentlich gerne so lassen, es gibt besseres Loot. Eine Schaufel haben wir uns noch dabei. Zack. Hunger. Na dann, ess doch was. Passt alles, wir sind ja vorbereitet. Oh, Scouting. Sehr schön. Da ein Kampf, da was zum Looten. Was haben wir hier zum Looten? Torch, ja, bla bla bla. Ein Sack, das werden wir schön den Dieb machen lassen. ...20 schönste Blight Skills, okay, sehr schön. Hier haben wir einen Kampf. Das haben wir vorausgesehen. Wen stunnen wir? Ich würde gerne... Den kann ich gar nicht stunnen. Und dann direkt erste Reihe. Stunt, sehr schön. Die verschrecken immer so krass. Deswegen würde ich immer gerne die Typen da aus dem Rennen nehmen, aber das geht nicht. Sehr schön, machen wir direkt beiden Schaden. 5 und 3, sehr schön. Jetzt hauen wir den weg. Passt. Können wir noch einmal Schaden machen, bevor er dran ist? Nee. Hättest auch gut ausweichen können, Kollege. Pack weg. Er ist jetzt mittlerweile schon echt gestresst. Also nächste Runde können wir ihn auf keinen Fall mehr mitnehmen. Und so, hier haben wir nichts. Das heißt, auf zum nächsten Raum. Hier haben wir wieder was zum Looten. Das lassen wir schön den Dieb machen. Denn unser guter Crusader... Ach genau, hier hatten wir die Trap. Entschärfen, lassen wir auch den Dieb machen, weil... wahrscheinlich eine höhere Wahrscheinlichkeit zum Entschärfen. 2 Fackeln brauchen wir nicht, ey. Jetzt ist schon echt dunkel hier, ne? Wir haben quasi completed. Aber wir gehen auch zum letzten Raum, oder? Oh, da war die Trap. Mechanical Hazards. Ich hoffe, ich begehe hier jetzt gerade keinen Fehler. Resisted, sehr schön. Lesen. Nix. Letzter Raum. Ist hier noch was? Ich hoffe doch, Muchachos, sonst haben wir uns ja hier nix. Komplett umsonst reingewagt.
And we will find whatever secrets they hold. 2525, aber nur ein Porträt, das ist nicht viel. Und haben wir hier Known Cheat. Okay, der kann nicht mehr spielen in der Stadt. On Guard, das ist gut. 4 Speed, 5 Dodge, das ist geil. Suffers intense need to do specific actions. Scouting Chance in Varren Dungeons. Varren's Adventurer. 20% Resist. Varren ist ja eine andere Dungeonart. Dieser Dungeon hier war gerade Ruin. Und es gibt auch noch die Varren's. Und hier haben wir. Oh, minus 20%. Oh, das muss auf jeden Fall weg. Das ist eine ganz schlechte Angewohnheit. I see something long absent in Blacksmith the unlocked. Faces of passersby. A glimmer of hope. Das Santiarum ist noch nicht angelockt. Okay. Das ist natürlich scheiße. Das Dumme ist, wir haben wieder nichts, was gerne in der ersten Reihe kämpft. Er hier noch am liebsten wahrscheinlich. Die hier muss eigentlich eine zweite Reihe. Okay, dann nehmen wir den mit. The thrill of the hunt. Nehmen wir den promise of payment. So, Tavern. Ach, er, genau, er war ja hier God-fearing, er muss ja beten. Dann müssen wir nur die hier wegschicken, die sollen in die Bar gehen. Was trinken und ihn müssen wir. Ach nee, Alter. Das ist es nämlich, der Chogo besetzt jetzt hier den Platz zum Beten. Wie lange haben wir? Wir haben ja schon fast 17 Minuten, das ist ja, wir können eigentlich nur eine Folge, einen Dungeon machen pro Folge. Also Muchachos, das war es leider schon mit der Folge. Ist natürlich praktisch für mich, Scheiße, was haben wir hier? Increased Stress Recovery. Achso, okay, da kann man aufleveln, dass mehr Stress recovered wird. Ich wahrscheinlich dasselbe. Ich level immer auf. Blacksmith haben wir abgelevelt, müssen allerdings erstmal. Erstmal freischalten, dass wir den nächsten Waffenstufe und die nächste Armorstufe freischalten können. Das kostet 11 von diesen Deads. Da haben wir nur 4. Das bedeutet, bringt uns gerade nichts. Aber das hier bringt uns was. We will face ever greater threats. Our soldiers must be ready. Wobei, die ist jetzt gar nicht dabei. Machen wir nächste Runde. Muchachos, ist jetzt scheiße gelaufen, weil Reginald können wir nächste Runde auch nicht mitnehmen, weil den müssen wir nächste Runde dann erstmal seinen Stress abbauen lassen in der Kirche beim Beten, weil der Platz jetzt besetzt ist. Mir macht das Game richtig Bock. Ich hoffe euch auch. Ich habe jetzt noch nicht die Rückmeldung von euch abgewartet, um das aufzunehmen. Aber gut, ich nehme auch direkt schon mal die nächste Folge auf wieder hier nach, weil ich habe Bock zu zocken. Gebt einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Guckt ihr das Spiel auf jeden Fall an, macht richtig Spaß und reingehauen. Ich hoffe, das Game gefällt euch. Hallo, Muchachos.